Der MP3 von Piaggio ist bereits seit einigen Jahren der Pionier im Segment der Großroller mit doppeltem Vorderrad. Er kann mit dem Führerschein der Klasse B, also mit dem Pkw-Führerschein, gelenkt werden, ohne zusätzliche Ausbildung oder Kurse. Im Modelljahrgang 2016 präsentiert er sich mit einer Vielzahl an Sicherheitsfeatures, das heißt ABS ist serienmäßig und außerdem verfügt er über eine Antriebsschlupfregelung. Die doppelten Vorderräder bieten einige Vorteile, vor allem auf Kopfsteinpflaster, auf nasser Fahrbahn und bei Straßenbahnschienen. Der MP3 500 hat eine Leistung von 41 PS und erreicht eine Bauartgeschwindigkeit von 142 km/h. Das ist für Autobahnen mehr als genug und auch beim Ampelstart ist man immer in der Pole Position. Der MP3 mit den doppelten Vorderrädern gilt als mehrspuriges Kraftfahrzeug und benötigt auf der Autobahn daher die Mautvignette für Pkw. In Kurzparkzonen gilt er aber wie ein Roller und benötigt daher keinen Parkschein und auch kein Parkpickerl. Mittels eines Schalters kann man die doppelten Vorderräder zum Beispiel an der roten Ampel blockieren und braucht daher die Füße nicht auf den Boden stellen. Beim Handling in der Stadt ist der MP3 500 ähnlich einem konventionellen Roller. Der Verbrauch ist rund 5 Liter pro 100 Kilometer. Noch bis Ende Sommer 2016 gibt es beim Piaggio MP3 500 eine Spezialaktion und so kostet das Fahrzeug 8.999 Euro. Mein Fazit, der MP3 500 macht sehr viel Spaß zum Fahren. Er hat eine gute Performance und eine gute Beschleunigung, bietet deutlich mehr Sicherheitsreserven als ein konventioneller Roller und ist eine interessante Alternative für Leute, die nicht mehr den Motorradführerschein machen wollen. Musik